Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Aggressorbox von Ectomorph. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Aggressor von Ectomorph. Das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 13. Album der Band Ectomorph. Wir haben hier eine Metallbox. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier seitlich einschneiden. Dann schauen wir uns das mal an. Also, es ist eine schwarze Metallbox und wir haben hier auf der Vorderseite, auf dem Cover der Box, haben wir hier einen Totenkopf, der hier mit aufgerissenem Mund scheinbar gerade schreit. Also, das sieht schon echt heftig aus, das Cover. Darüber der Schriftzug der Band, Ectomorph, darunter der Albumtitel Aggressor. Und ja, das sieht in der Tat deutlich oder sehr aggressiv aus. Auf den Seiten komplett in schwarz. Auf der Rückseite ebenfalls. Und dann haben wir hier unten noch einen silbernen Sticker. This exclusive fan edition contains CD, Beanie with Ectomorph Symbol, Certificate of Authenticity. Okay, also das Album auf CD, dann ein Beanie, also eine Mütze, eine Kopfbedeckung und ein Zertifikat, ein Authentizitätszertifikat. So. Dann haben wir noch einen Barcode, Box made by 4Merch und das Ganze ist erschienen über AFM Records. Okay, dann schauen wir mal hinein. Der Boxdeckel lässt sich hier aufklappen. Als erstes kommt uns hier entgegen ein Luftpolster. Dann haben wir die Mütze, das Album an sich und ein Zertifikat. So, von innen die Box in Silber. Packen wir mal zur Seite. Und dann kommen wir direkt zum Album. So, was lesen wir hier? Ectomorph Aggressor, the new studio album produced by Tu Madsen. Featuring guest vocals by George Corpse Grinder Fischer, Cannibal Corpse on Evil by Nature. Okay, also sind so die Infos zum Album. Beziehungsweise wer da so daran beteiligt war. Ein kleiner Infosticker. Dann schauen wir uns das mal an. Ah, okay, der Sticker war gar nicht auf der Folie. Der ist hier drauf. Jetzt schauen wir mal, ob es gelingt, den da runter zu machen. Ja, gut. Ich lasse den jetzt mal oben und löse den dann später mal besser runter. Also, wir haben hier das Albumcover. Es sieht so aus wie das auf der Box, allerdings eben von der Form her quadratisch. Dann haben wir hier ein reguläres Toolcase auf der Seite in Grau. Das ist die Seite Ectomorph Aggressor, AFM Katalognummer und hier oben auch nochmal AFM Records zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 14 Stück sind es geworden. Barcode und hier nochmal die Beteiligten. Und dann schauen wir mal ins Innenleben. So, was haben wir hier? Als erstes das Booklet. Jawohl, wir haben hier die Lyrics zu den einzelnen Tracks. Das gefällt mir gut. Also hier wirklich Wort für Wort abgetippt. Hier kann man sich die einzelnen Lyrics durchlesen. Sehr schön. Also auch hier ziemlich heftiges Artwork rein, so von der Schrift und von dem ganzen Design. Das wirkt auf jeden Fall ziemlich brutal. Ich weiß nicht warum, aber mich erinnert es irgendwie ein bisschen so an Saw, das Artwork, an die Filme. So, dann haben wir hier die Bandmitglieder, die vier Herrschaften. Sultan, Tamas, Sabolsch und Robert. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits, Danksagungen etc. Okay, so sieht das aus. Ectomorph.com. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus.
Und auf der Rückseite gibt es dann nochmal den Totenkopf, also das Albumcover. Gut, wir kommen zum nächsten Inhalt der Box. Und zwar haben wir die Mütze. Die kommt hier in einem Olivgrün. Ja, sieht nach Militär aus, so. Rein von der Farbe her erinnert mich das so ein bisschen an Militär. Wir haben hier wieder das Logo. So sieht das aus. Ansonsten hier komplett blank. Und wir haben hier, relativ ungewöhnlich, wir haben hier unten keinen Bund oder so vernäht, sondern die endet dann hier einfach und wurde hier nicht extra nochmal mit einem Bund oder so vernäht. Das sieht man auch sehr selten. Aber ja, nachdem es ja ein Beanie ist, ein sehr lockerer Beanie. Und wir haben es hier zu tun mit einem Myrtle Beach One Size Fits Most. Das Ganze ist, hier steht es, 100% Polyacryl. Und wir haben es hier zu tun mit einem Produkt Gustav Dalber GmbH. Und hier steht es, Made in China. Grüße gehen raus. Dann packen wir die Haube mal wieder auf die andere Seite. Genau, so ist richtig. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier ein Zertifikat. Und zwar lesen wir hier, IFM Record has issued this certificate to authenticate this copy of Ectomorph Aggressor. This exclusive fan edition includes CD, Beanie, Black Metal Box with Ectomorph Aggressor Design. One of a specially limited series worldwide. Okay. Hier dann nochmal ein Bandfoto. Ja, auf der einen Seite bin ich riesen Fan von solchen Zertifikaten. Finde ich echt gut. Ich glaube, IFM Records macht das generell bei all ihren Boxen. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, wenn ich schon so ein Zertifikat ausstelle, dann hätte mich dann doch interessiert, der letzte Satz hier, specially limited worldwide. Ja, also was ist jetzt die Auflage? Also wie viele der Boxen gibt es? Auf wie viele Stück ist das Ganze limitiert? Und wenn man schon ein Zertifikat macht, vielleicht das irgendwie noch durchzunummerieren. Aber ja, das ist leider hier nicht passiert. Gut, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Zertifikat. Dann zum zweiten hier dieses Beanie, diese Kopfbedeckung, diese Mütze hier. Und natürlich das Album an sich, Aggressor von Ectomorph. Jawohl, das alles in dieser Box. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ectomorph unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.